Gut, das ist natürlich beim Profifußball als Spieler, als Trainer, musst du auf den Punkt. Du musst hast diese 90 Minuten und da musst du deine Arbeit möglichst zu 100% gut machen, musst dich an deine Aufgaben halten, damit dann eben unterm Strich auch nachher der Sieg dabei rauskommt. Das hast du jetzt in meinem Supermarkt oder auch in anderen Bereichen ist das natürlich nicht so, sondern das ist ja eher eine kontinuierliche Geschichte. Man muss regelmäßig 8 Stunden. Es ist nicht so auf den Punkt fixiert, wo man funktionieren muss, sondern es ist eher so eine Gleichmäßigkeit. Und das ist dann natürlich auch ein Stück weit dieser Unterschied. Der Stressfaktor bei einem Spieler baut sich ja zum Wochenende hin so ein bisschen auf. Und dann entlädt sich das in diesen 90 Minuten. Und bei einem normalen Arbeitnehmer ist es dann eben so, dass man durchgängig die Woche über eigentlich regelmäßig und kontinuierlich seine positive Arbeit abliefern muss, damit das Unternehmen dann eben auch kontinuierlich funktioniert und nicht nur auf diesen Punkt am Wochenende. Ich glaube, da hat ja jeder so seine Eigenarten. Also ich war immer so, dass ich mich gerne zurückgezogen habe vor so Spielen, auch im Hotel, wenn wir dann vorher angereist sind, war ich lieber so ein bisschen für mich, habe mich ein bisschen abgelenkt, ein bisschen was lesen, mal ein bisschen Fernsehen gucken, ein paar andere Dinge auch machen, um ganz einfach so vom Kopf her auch ein bisschen freier zu sein. Ich glaube, andere, die gehen dreimal zum Masseur, lassen sich nochmal massieren und nochmal irgendwelche Dinge machen. Da ist jeder so ein bisschen anders und hat so seine Ventile, wo er sich dann so ein bisschen auch abreagiert, weil in dem Moment, wo man im Stadion ist und auf diesen grünen Platz läuft, ist es dann natürlich nachher, da ist der Stressfaktor extrem hoch und dann heißt es Leistung abrufen vor teilweise 80.000 Zuschauern. Insofern gibt es da viele Wege, glaube ich, und jeder hat da so seine eigenen Marotten. Der eine zieht den linken Schuh vorher an, der andere muss noch vorher ein bisschen in der Dusche dehnen und legt sich da eine Matte hin. Da ist jeder so ein bisschen unterschiedlich. Aber für mich ist immer wichtig, ein Käffchen, ein bisschen Ruhe und selber für sich so ein paar Gedanken machen, was eigentlich gleich auf einen zukommt. Das ging mir im Fußball so, das ging mir als Trainer so. Da bin ich ja auch alleine nochmal meine Runden gegangen und habe ein paar Dinge im Kopf reflektiert. Und das geht mir jetzt auch so, wenn ich mich um meinen Arbeitgeber kümmere, um mein Unternehmen kümmere. Dann ziehe ich mich auch mal ein bisschen zurück mit meinen Kollegen und dann geht's los. Also ich glaube, es ist grundsätzlich nie die Frage, was man macht, sondern ich glaube, dass es immer die entscheidende Frage ist, wie man es macht. Und wenn man sich mit der Aufgabe ein Stück weit identifizieren kann, dann ist das schon mal ein Riesenschritt natürlich, um auch selber so ein bisschen, sag ich mal, positiver gestimmt zu sein mit der Aufgabe. Dann gibt es natürlich so Dinge, die ganz einfach so sind. Wir versuchen unseren Mitarbeitern so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass sie ein ganz, ganz wichtiger Baustein, ein kleiner Mosaikstein von diesem ganzen Großen sind. Wenn die drei Inhaber oben, ich sage immer so schön, die können nackt Sackhüpfen machen, das ist eigentlich völlig egal. Wenn das einzelne kleine Glied in unserem Markt nicht funktioniert, dann wird der ganze Supermarkt nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Wertschätzung den einzelnen Mitarbeitern gegenüber, dass man die auch den Mitarbeitern immer wieder gibt, dass man sagt, wie wichtig das ist, dass eben dieses Regal, und wenn es nur um eine Regalfüllung geht oder um Leergutannahme geht, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch um dieses Gesamtkonstrukt eben auch aufrechtzuerhalten und positiv zu gestalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich ist jeder Job nachher, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber diskutieren, wenn man 30 Jahre immer das Gleiche tut, kommt nachher so ein Automatismus auch rein, wo man sagt, ja, kenne ich alles und ist jetzt kein Highlight mehr, wo ich jetzt eine Polonaise anstimme. Aber man muss schon diese Wichtigkeit und die Wertigkeit dem Mitarbeiter auch gegenüber immer wieder darbringen. Ich glaube, das erleben wir alle immer wieder. Ich glaube, das ist ja schon so, wenn man morgens 10 Minuten verschläft und wollte eigentlich vor der Arbeit noch zur Reinigung.
Dann kommt dieser Stress, dieser Druck, den man sich selber macht. Oh, eigentlich wolltest du noch. Und schon kommt dieses Zeitmanagement dazu. Und schon kommt man in diese Stresssituation, dass man sagt, Mist, jetzt muss ich das danach machen. Das ist ja eigentlich ein permanenter Prozess, der uns den ganzen Tag über begleitet. Und ich glaube, dass dieser Eigendruck, den man sich macht, wichtig ist, um Ziele auch zu erreichen, dass man eben auch weiß, wofür setzt man sich jetzt selber so ein bisschen auch in Spannung. Druck muss ja nicht immer negativ sein, sondern soll ja auch beflügeln, beste Leistung zu bringen für ein Projekt, was vielleicht gerade ansteht. Aber man muss eben immer gucken, dass man zu diesem Eigendruck, den man auch hat, auch immer wieder einen Ausgleich schafft. Also man muss auch sich immer wieder Möglichkeiten geben, den Kopf zu entspannen. Weil ich glaube, dass ein mentaler Druck nochmal mit einem körperlichen Druck unheimlich zu trennen ist. Vom körperlichen Druck und von der körperlichen Tätigkeit erholt man sich viel, viel schneller als von einer mentalen Drucksituation. Und deswegen ist es wichtig, Dinge zu tun parallel zu so einer Aufgabe, die einen dann auch wieder so ein bisschen entspannen und vielleicht auch glücklich machen, was immer Glück bedeutet. Ja, wenn ich sehe, wie viel Male Handys piepsen und WhatsApp-Gruppen und Facebook-Accounts und überall blinkt und postet irgendjemand was, man ist natürlich permanent damit beschäftigt auch. Und früher war es ja so, dass man, bevor man aus dem Haus gegangen ist, gesagt hat, Mensch, habe ich eigentlich den Backofen aus? Heute ist es scheiße, wo ist mein Telefon? Diese permanente Erreichbarkeit, immer dieses Draufgucken, hat jetzt jemand geschrieben, muss ich noch irgendwie was machen? Das setzt einen natürlich unheimlich unter Druck. Und deswegen glaube ich, ist es für mich jetzt persönlich nicht so wichtig, ob ich jetzt noch irgendwo poste, hey, hab gerade einen Kaffee getrunken und das setze ich jetzt bei Facebook irgendwo rauf. Das interessiert, glaube ich, keinen und kostet mich nur Nerven und Körner. Und ich glaube, die kann ich sparen. Und deswegen bin ich in den sozialen Netzwerken gar nicht zu finden. Und kann auch nur jedem raten, sich möglichst viele Räume zu schaffen, wo man eben auch selber für sich Dinge machen kann, die einem wichtig sind. Weil es geht ja immer darum, eigene Bedürfnisse auch ein Stück weit zu befriedigen. Und ich glaube, man sollte das ein oder andere Mal ein bisschen mehr auf sich gucken und nicht den anderen gerecht werden und permanent eben auch erreichbar zu sein. Ich glaube, das müssen wir schon viel zu viel heutzutage. Also ich glaube schon. Ich mache leider im Moment viel zu wenig Sport. Ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen wieder Sport gemacht nach meiner aktiven Laufbahn. Aber auch da ist mein großes Problem das Zeitmanagement. Ich schaufel mir einfach zu wenig Zeit frei, um dann eben auch selber mal mit Sport was Gutes für mich zu tun. Und ich glaube, dass Sport unheimlich wichtig ist. Egal, was man macht, egal welchen Sport, egal wie intensiv. Ich glaube, dass es unheimlich gut ist, wenn man sich körperlich mal anstrengt, um damit das Gehirn so ein bisschen zu entlasten. Weil ich glaube, das ist schon so ein Parameter, den ich jedem nur wärmstens auch an die Hand geben kann. Das entspannt extrem. Man merkt den Körper mal wieder ein bisschen und man kann mal ein bisschen das Gehirn relaxen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jeder sollte ein bisschen irgendwas machen. Für mich ist immer Zeit. Zeit für mich ist immer Luxus. Also das ist für mich so meine beste Entspannung. Ich bin jemand, der gerne mal ins Kino geht, der auch gerne mal eine Dokumentation guckt über andere Dinge, viel, viel wichtigere Dinge als Fußball oder irgendwas anderes. Und auch mal ganz gemütlich, ich bin ja nun bekennender viel Kaffeetrinker, dann eben auch mal sich ein bisschen Zeit nimmt. Und wie hat Loriot so schön gesagt, ich möchte hier einfach nur mal so sitzen. Und das ist für mich eigentlich oft Entspannung, weil dann kann ich viele Dinge im Kopf so ein bisschen sortieren, in Schubladen packen. Und das ist für mich dann eigentlich schon die beste Entspannung, die ich haben kann.